Herzlich willkommen zu Stuttgart 21 BauTV. Wir sind hier, wie man sieht, in Feuerbach und schauen uns den neuen U-Bahn-Übergang an. Und wenn man die Markierungen am Boden genau interpretiert, dann wird es der Übergang für die Fußgänger und auch Radfahrweg. Und nochmal kurz einen Schwenk nach rechts. Hier sieht man auch am Boden eine Markierung. Und, das kann ich nämlich nur vermuten, sieht aber offensichtlich so aus, dass es die Verlegung von dem Weg da hinten ist. Denn in diesem Bereich ist ja dann mal die Tunnelstrecke. Und da die Überdeckung zu gering wäre, wird es höchstwahrscheinlich in offener Bauweise ausgeführt und die Schienen werden natürlich mit unterirdischen Brücken halten, aber der Überweg ist geschickter einfach zu verlegen. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ja, auf dieser Seite haben wir auch schon mal die Baustelle angeschaut. Aber nachdem ich nun mal schon da bin, laufen wir einfach noch mal entlang. Wir gehen also in der Borsigstraße unter der Bahnunterführung durch und ist ja auch schon wieder befestigt, das heißt, die Leitungen liegen jetzt drin. Und werden demnächst wieder zugemacht. Nächstes Mal, ciao.